Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Haul. Hallo. Heute waren wir bei Lidl, bei McGuides und bei Teddy. Genau. Und ich kann euch ja, vielleicht seht ihr ja hier Balken oder ich schreibe euch die Minute, wann Teddy kommt, weil das interessiert vielleicht auch viele, warum sie aufs Video geklickt haben. Wir fangen aber jetzt mit Lidl an, weil ich das gerade vor mir habe. Und zwar ist ja diese Woche immer noch Brokkoli im Angebot und da haben wir 4 Stück mitgenommen Ja. für 77 Cent. Und wie sollte es anders sein? Diesmal zeige ich die Kondome. Warum das so in den Kommentaren hervorgehoben wurde, weiß ich nicht. Die kosten regulär 2,99 €. Die haben wir bei der App aber umsonst bekommen, weil wir Über 20 über Euro. 20 Euro ausgegeben haben. Dann haben wir noch ein paar andere Geschenke bekommen, aber die zeigen wir jetzt nicht. Erstaunlicherweise, also es gab wirklich halt alleine das, was wir jetzt umsonst gekriegt haben, sind 8 Euro. Hast du den Orangen hast du auch noch gezählt? 8 Euro, also knapp 10 Euro. Ja, also Also sind den. es. Das ist Mali, der spielt mit seinem Essen. Wir haben diesen Orangennektar auch umsonst bekommen, der wäre 99 Cent. Und dann haben wir noch ein paar Schnäppchen geschlagen. Genau, und zwar ist das Rama Green Fin. Nehmen wir gerne für unsere Pizza, die Sarah immer macht. Vor allen Dingen, die sind 50% günstiger. Also 39 Cent hat die gekostet und halten aber noch bis zum 14.12. Also Genau. ist immer in der Reduziert-Ecke. Da lohnt sich es immer mal Also reinzuschauen. das schmeckt genauso wie Creme Fraiche, bloß mit Warum weniger Fett. auch immer, sonst ist ja eigentlich nur Sachen drin, die jetzt demnächst verfallen, also noch ein paar Tage haltbar sind. Ja. Vielleicht haben sie das jetzt wieder aus dem Sortiment genommen. Vielleicht war das einfach bloß Angebot gewesen oder dergleichen. Genau. Dann kaufen wir immer diese Sonntagsbrötchen. Wenn die bei Kaufland von Knack und Back oder so. Diesmal klappt es nicht, ich bin vielleicht auch zu hell mit dem Licht, oder? Dann machen wir es einfach noch ein bisschen dunkler. Wenn die von Knack und Back im Angebot sind, dann kaufen wir eigentlich eher die, weil da sind dann 8 drin für 99 Cent, aber die sind regulär 99. Und die gibt es überall, bei Rewe, bei Lidl und so. Vorteil bei denen von Kaufland ist, dass halt einfach immer noch mal 2 Stück mehr drin sind. Ja, also bei den Knack und Back. Hier sind 6 Stück drin, bei den anderen sind es halt 8 Stück. Die günstigen von Kaufland kosten übrigens über 1 €. Bei Lidl und Rewe noch 99 Cent. Ja. Dann Alexandra, wenn du das siehst, ich habe ihn bekommen. Ich habe jetzt auch das High Protein Mousse in Schoko. Und der war 79, glaube ich, im Angebot. Und hier ist aber auch wieder Gelatine drin. Also für alle, die darauf achten oder auch Gelatine verzichten wollen, den könnt ihr euch nicht kaufen. Dann was von Robert hier, was er Oh ja, bekommen hat. das ist so eine luftgetrocknete Salami von Nahoste mit Haselnüssen drin. War auch im Angebot gewesen, 50% günstiger, 1,49 €, die kostet sonst 3 Euro. Und da haben wir auch 2 Stück mitgenommen, weil die halt auch relativ lange und ich finde die wahnsinnig lecker. Also aufs Brot oder so oder einfach mal so. Darf ich den zeigen Sind oder ist der ein Geschenk? richtig. Nö, den kann man zeigen. Können wir zeigen? Ja. Und zwar haben wir richtig cool hier so eine Flasche Rotwein entdeckt mit Toffee und Schokolade. Und ich finde erstmal, die Verpackung ist übel schön. Und ich trinke jetzt nicht Rotwein. Robert trinkt gerne mit Mutti Ja. Rotwein. Den würde ich vielleicht mal kosten, weil es mich interessiert. Aber ich würde wahrscheinlich instant Sodbrennen davon bekommen. Auf jeden Fall hat der 2,99 € gekostet. Und ich finde, als Geschenk oder so ist das ja auch günstig. Eigentlich nicht schlecht. So, dann gab es Silikonspray. Das nutze ich ganz gerne, um beim Ford Fiesta die ausgeblichenen, ausgedörrten, ausgetrockneten Türgriffe ein bisschen wieder geschmeidiger zu machen. Weil gerade jetzt durch den Sommer, durch die Sonneneinstrahlung, Oh je. hat dort der Türgriff sehr, sehr gelitten. Hat 2 Euro gekostet, kann man schön auf ein Tuch sprühen, die Griffe abschmieren und abreiben. Eventuell auch die Dichtung im Auto macht sich ganz gut, kann man immer da haben. Ich habe übrigens 2 von diesen Mousse-Dingern mitgenommen, weil ich dachte, der schmeckt vielleicht ganz gut. Dann gab es 1 Kilo Chicken Nuggets für 5 Euro, 5,50 €, 5,70 €. Unter 6 Euro gab es jetzt 1 Kilo Nuggets, das ist sowieso mit drin. Ist nicht TK, ist nur Tiefkühl, also nicht ist nur normal kühlpflichtige Ware. Kann man mal essen und das ist halt günstiger wie beim McDonald's einmal. Dann haben wir wieder so eine Taschentücher mitgenommen. Das sind 30 mal 10 Stück. Die haben 1,79 €, glaube ich, gekostet. Genau, weil jetzt geht die Schnupfenzeit los, wenn das so kalt ist, dass wir. Ja. Ich nehme dir das ab, sonst kriegt das Ding das Übergewicht. Und ich glaube,
Dann die haben wir, Zange hast du im Keller gebracht, stimmt, oder? Ich habe noch eine Krimzange gekauft gehabt, um unser Werkzeug so ein bisschen noch zu erweitern. Eine Krimzange ist einfach eine Zange, da kann man ganz viele verschiedene Kabelschuhe auf ein Kabel bringen. Also es gibt halt unterschiedliche Möglichkeiten, so ein Kabel anzuschließen. Da gibt es welche mit einer Öse drin, welche, die haben nur ein U drin, oder man verbindet die und dafür braucht man eine Krimzange, die hat 10 Euro gekostet. Die haben wir noch mitgekauft gehabt. Aber die ist schon im Keller in unserem Werkzeugregal. So, dann kannst du das mal so ein bisschen mithalten. Wir sind zu Teddy gegangen und zwar wollte ich unbedingt dieses Geschenkpapier nochmal haben. Das hatte ich Robert jetzt letztens geholt. Und das ist übelst cool. Das können wir zeigen an dem, was wir geöffnet haben. Und zwar ist das so elastisch. Ah, ich glaube, dann. Das ist so ein PET-Material. Also das musstest du zeigen. Ist so ein folienartiges Material. Da darf man unsere Gesichter nicht sehen. Und das reißt nicht. Also das ist hier, das ist richtig flexibel. Ja, ein bisschen sieht man es. Flexibel dieses Material. Wie so ein Gummiband sozusagen. Der Vorteil daran ist, dass man das sehr gut wiederverwenden kann. Also erstens lassen sich die ganzen Tesastreifen oder die Klebestreifen wieder ganz gut entfernen, ohne dass da jetzt irgendwie Rückstände bleiben. Das Material reißt nicht, also man muss es wirklich schneiden. Hm. Und wenn man jetzt irgendwie Geschenke einpackt, wer kennt es nicht, also wenn man das jetzt an den Ecken umschlägt und das ist vielleicht nicht ganz so passig, dann reißt normalerweise das Papier immer ein und reißt dann auf und dann muss man wieder noch mehr Tesafilm drauf kleben. Und das ist halt so flexibel, dass sich das eigentlich gut anschmiegt und eben halt nicht zerreißt. Und weil wir eigentlich so eine Sparfüchse sind oder dergleichen und wie gesagt, schönes Geschenkpapier eigentlich sehr, sehr oft verwenden, bis es halt nicht mehr geht. Meistens ist es so, dass es immer kleiner, kleiner, kleiner wird, wo man wieder was abschneidet, aber das ist halt, wenn man da halt ein großes einpackt, kann man auch dementsprechend wieder ein großes einpacken. Genau, und das hat 2 Euro gekostet und hier steht Papierstärke 120 Gramm, aber ihr könnt ja, wenn ihr im Laden seid, das einfach hier so ein bisschen aufmachen und mal gucken. Ob das nur Papier ist, weil das ist eben halt von draußen hier nicht ersichtlich. Also die 2 Sorten sind es auf jeden Fall. Also falls ihr die Sorten seht, da könnt ihr also sicher sein, dass das so ist. Genau. Und dann haben wir noch ein anderes, was uns einfach super gut gefallen hat optisch. Das ist so beige mit Gold. Das ist richtig schön. Das haben wir zweimal. Das hier haben wir zweimal und das haben wir jetzt nur einmal, weil es nur einmal gab. Und die haben alle 2 Euro gekostet. Dann. Ach so, es sind sogar schon 5 Rollen. 5 Rollen, ah, okay. Dann haben wir hier so ein Kräuselband mitgenommen. Das fand ich richtig schön. Habe ich hier das andere auch noch? Das gibt hier drin noch. Genau, das ist so ein breites Band. Und ich fand die Farben einfach voll schön. Die haben jeweils 1 Euro gekostet und davon 12 Meter sind da drauf. Davon haben wir jeweils 2 Stück mitgenommen. Dann habe ich ganz viele Sachen zum Basteln mitgenommen. Und zwar so ein Basteldraht. Der ist jetzt beige, also das wollte ich auch unbedingt haben, so einen beigen Draht. Ich habe aber auch noch blauen Draht mitgenommen, das ist Aluminiumdraht, der ist ein bisschen stärker. Und dann habe ich noch hier so eine Kordel mitgenommen für 3 Euro, die anderen Sachen waren 1 Euro. Und zwar, da kommt dann halt der Draht so drum. Und da kann man ja viele verschiedene Sachen mitmachen. Und war es das mit dem Drahtzeug? Ja. Dann habe ich noch so eine, wie nennt sich das? Zierband. Eine Häkelbordüre mitgenommen. Und zwar wollten wir was verpacken und das eben ja, mit drumherum wickeln. Und eigentlich hatten wir, nee, das kann ich ja nachher zeigen, wenn ich zu McGuides komme. Wir hatten eigentlich was Dickeres gesucht, also dass es ungefähr so breit ist. Ja. Aber jetzt kommt das einfach über das Breite, was ich euch dann gleich zeige, drüber. Das ursprünglich, was wir gesucht hatten, war, man kennt es vielleicht von dem Material, wie die Bäume eingepackt werden im Winter, dass die halt keinen Frost kriegen, ja, so dieses grobmaschige Jute oder so. Davon hat man eigentlich so ein Band gesucht und haben das aber leider nicht gefunden. Nee. Dann gab es hier so eine Kuchenplatte und zwar ist der jetzt nicht für Kuchen, aber wir wollten das als Unterlage benutzen. Das ist schön harter Karton. Und eigentlich wird es ja ein Kuchen. Es wird ja indirekt eine Torte. Ein Kuchen. Es wird indirekt eine Torte werden. Und genau, das fand ich cool für 1 Euro. Haben wir gesehen und so einen harten Karton hätte ich eh nicht da gehabt. Also, war nicht so schön rund ausgeschnitten. Ist das schon ganz schick. Wenn ihr mich kennt, dann wisst ihr vielleicht schon, dass ich so eine Handschuhe total liebe, wo die Finger frei sind, weil ich ja rauche. Shame on me.
Aber das ist halt auch cool, weil wir immer auf dem Balkon essen und dann kann ich so die Gabel und so besser halten. Also nicht nur zum Rauchen, auf jeden Fall haben die 1 € gekostet und ich finde die super schön. Wir waren auch gestern oder so bei Woolworth. Genau. Da gibt es auch so eine Handschuhe zurzeit. Und na? Jetzt erzähle ich alles, wa? Naja, egal. Du kannst noch die Klebedinger dann zeigen. Dann habe ich mir hier so ein Geschenkband-Send mitgenommen für 2 €. Und ich finde das halt cool, da sind oben schon so eine kleine, wie nennt man die, Sternchen, Schleifchen. Und halt goldenes Band und ein weißes, wo Merry Christmas draufsteht, aber eben auch nur goldene, also was ein bisschen neutraler ist und nicht zu Weihnachten. Aber ich kaufe das lieber jetzt, weil dann kriege ich es zu Weihnachten nicht mehr. Und Mali will euch auch was zeigen. Mali hat nämlich einen neuen Favoriten. Ja, das sind so eine Lederknochen, also die sind aus Haut gepresst in Knochenform. Die habe ich immer schon gesucht gehabt, genau auf diese Größe. Und das wird wahrscheinlich Rindsleder sein, in eine Knochenform. Rinderhaut. In eine Knochenform gepresst, die sind wahnsinnig hart, also da kaut er ewig lang drauf rum. Ich glaube, der hat jetzt so die ganze Zeit, wie er im Auto war, hat er auf diesem Knochen rumgekaut gehabt. Sind 3 Stück drin, kosten 1 €. Ist Maltodextrin nicht Zucker? Irgendein Bindemittel wird das auf jeden Fall sein. Okay. Dass die wahrscheinlich dann noch zusammenkleben. Jedenfalls mag Mali die. Ich kenne die noch von ganz früher hier, von unserem allerersten Hund, den wir hatten. Und jetzt haben wir es wieder gekriegt. Und der Robert jetzt die Hände nicht frei hat, aber er erzählt was. Genau. Jetzt muss ich ja Malis Gesicht auch. Das ist Heißkleber, also Heißklebesticks, die ganz dünnen für so eine ganz kleine Heißklebepistole. Das Coole an denen ist, die leuchten im Dunkeln. Hm. Das ist wirklich cool. Ich glaube, das war alles, oder? Ah, dann haben wir ja doch günstig gekriegt. Ich habe nämlich vorhin nochmal durchgerechnet im Auto, weil ich bin immer so, ich muss immer alle Kassenzettel checken und so. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch so seid. Und aber das passt. Wir haben nämlich 30 € ausgegeben. Und jetzt hätte ich es fast vergessen. Und zwar waren wir eben bei McGuides noch. Und da haben wir dieses dicke Band gefunden. Und auf das wollen wir eben diese Bordüre dann drauf. Setzen. Naja, ihr wisst schon, wie ich mir das vorstelle wahrscheinlich. Das hat 1,59 € gekostet. Davon haben wir 2. Und dann habe ich mir noch solche Klammern mitgenommen. Und da sind Füchse drauf. Könnte noch kleine Malis sein. Und ich mag natürlich die Orangen ein bisschen mehr wie die Gelben, aber sind beide süß. Und ich weiß nicht warum, aber irgendwie stehe ich total auf Füchse. Also ich weiß warum, aber das sage ich euch nicht. Und genau, die haben wir auch 2-mal mitgenommen. Die waren aber 79 Cent. Finde ich ein bisschen teuer, aber die sind doch süß. Genau. Und weil ich es gerade hier sehe, ich weiß gar nicht, haben wir das im Kaufland heute gezeigt? Ich muss das unbedingt zeigen. Das ist so cool. Guckt mal, Mali sieht das gerade nicht. Ist das nicht cool? Vor allem, der liebt auch so eine Kordeln und... Ja, Mali hat nichts gesehen. Die war cool, die gibt es bei Kaufland für 2,49 €. Genau, die war cool. Ja. Ja. Und ja, das war's. Wir hoffen, euch hat der Haul gefallen. Genau. Schreibt. Wie es nicht immer so ist, nach dem Einkaufen ist vor dem Einkaufen. Sagen wir mal so, wir kaufen immer ein. Wir hatten heute wieder das Thema gehabt, lieber kaufen wir ein. Wenn es irgendwo was günstig gibt, dann kaufen dann gleich ein paar Sachen mehr mit ein. Und sparen dann irgendwie am Ende wieder hinten hinaus, hier raus, wie auch immer. Ah, es hat irgendjemand unterm Video letztens kommentiert, warum wir nicht auf Fleischqualität achten. Machen wir doch. Willst du das noch? Ja, also ich kaufe das Fleisch, was mir schmeckt. Okay. Ich esse kein Fleisch, also ich kann dazu jetzt nichts sagen. Und das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, ich glaube, man muss schon wirklich einen Metzger des Vertrauens haben, um auch wirklich zu wissen, dass die Sachen, die man beim Metzger kauft, nicht trotzdem so eine abgepackten Sachen sind, die man im Supermarkt bekommt. Weil das habe ich jetzt zum Beispiel mitgekriegt schon mal bei so einem Fleischer, dass die auch einfach nur so eine abgepackten Sachen haben und halt, also ich glaube, das ist übel schwer, richtige Qualität zu bekommen. Das ist immer die Frage, Und vielleicht, wenn man privat irgendwie jemanden hat oder so, aber ich finde das Thema sehr, sehr, sehr umstritten. Deswegen mehr sagen wir dazu jetzt einfach nicht. Das kann jeder für sich selber entscheiden. Genauso wie jeder für sich selber entscheiden kann, ob er raucht oder nicht. Solange er über 18 ist. Und genau. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr Kassenzettel abcheckt oder nicht. Das würde mich interessieren.
Und mich würde interessieren, welcher Ramschladen, also Dekoladen, euer Favorit ist und ob ihr wisst, wo es hier so eine Makramee-Kordel gibt, die nicht 20 Euro kostet. Genau. Dann habt noch einen schönen Tag. Denkt daran, ihr seid gut so, wie ihr seid und schön so, wie ihr seid. Und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Tschüss. Tschüss.